Heute für euch im Gepäck 10 Nacktszenen, für die es sogar einen Oscar gab. Los geht's! Nummer 10. Kramer gegen Kramer. Der mit 5 Oscars ausgezeichnete Film mit Dustin Hoffman und Meryl Streep enthält einige Nacktszenen, in der Jobeth Williams in der Rolle als Phyllis Bernard blank ziehen darf bzw. muss. Nummer 9. Klute. In diesem Drama aus dem Jahr 1978 zeigt sich die Hauptdarstellerin Jane Fonda sehr freizügig und schläft als Prostituierte Bree Daniels mit dem Privatdetektiv John Klute, obwohl sie eigentlich gar nicht in dessen Fall involviert werden möchte. Und auf der Nummer 8. Darling. Bei diesem Drama von 1965 schlüpft Julie Christie in die Rolle eines Models, welches aufgrund ihres Aussehens eine beachtliche Karriere hinlegt. Der Film bekam Oscars in den Kategorien Beste Kostüme und Beste Hauptdarstellerin, wobei Julie Christie in manchen Szenen gar keine Kostüme brauchte. Ob mit oder ohne Kostüm, die Rolle hat sie auf jeden Fall gut gespielt. Nummer 7. American Beauty. Mina Savari und Thora Birch ließen für diesen mit 5 Oscars ausgezeichneten Film die Höhen fallen und auch Kevin Spacey zog sich für eine ziemlich skurrile Masturbationsszene unter der Dusche aus. Also sowohl für Männer als auch für Frauen war was dabei in diesem Filmchen. Nummer 6. Monsters Ball. Halle Berry hat sich 2002 für eine ziemlich lange Sexszene mit ihrem Leinwandpartner Billy Bob Thornton ausgezogen. Sie wurde außerdem als erste afroamerikanische Schauspielerin mit dem Oscar als beste Hauptdarstellerin ausgezeichnet. Nicht schlecht, Halle. Nummer 5. Aviator. Leonardo DiCaprio, der den exzentrischen Milliardär, Flugpionier und Filmemacher Howard Hughes spielt, zeigte sich in diesem Film sehr freizügig. Dies ist vielleicht auch einer der Gründe, warum dieser Film mit unglaublichen 5 Oscars ausgezeichnet wurde. Bekommen hat Leonardo aber leider keinen. Nummer 4. Titanic. Ganze 14 Oscars gewann das epische Drama von Regiepionier James Cameron. Und auch bei diesem Film ist neben Eisbergen und Schiffen viel nackte Haut zu sehen. Nummer 3. Der Vorleser. Auch hier ließ die britische Schauspielerin Kate Winslet, die in mehreren Filmen nackt zu sehen ist, erneut die Höhen fallen. Die provokanten Sexszenen mit ihr und Co-Darsteller David Cross nehmen bei diesem Film sogar noch sehr viel mehr Zeit ein, als zum Beispiel bei Titanic. Nummer 2. Shakespeare in Love. Mit zarter Behutsamkeit wickelt Shakespeare, gespielt von Joseph Fiennes, das Brustband von seiner angebeteten Viola, bevor das Paar einander leidenschaftlich liebt. Ganze 7 Oscars gewann dieser Film, unter anderem auch für seine leidenschaftlichen Inszenierungen. Einen davon bekam er sogar in der Königskategorie Bester Film. Herzlichen Glückwunsch! Und auf Nummer 1, der ewige Gärtner. Ralph Fiennes, bekannt als Lord Voldemort aus Harry Potter, spielt den Diplomaten Justin Quayle, der den Mord an seiner Frau aufdecken will. Während der häufig eingeblendeten Erinnerungen von Justin befindet sich unter anderem eine, in der sich seine Frau, gespielt von Rachel Weisz, nackt vor seinen Augen wäscht. Für diese Szene gewann sie völlig zu Recht einen Oscar in der Kategorie Beste Nebendarstellerin. Jetzt könnt ihr euch noch weitere Schauspieler anschauen, die sich für die Kamera blank gemacht haben. Einfach hier in die Mitte vom Video klicken. Das war's für heute auf Made My Day Movie. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Ciao.